Guten Morgen, ich habe mir gedacht, ich drehe mal meine Sportroutine bzw. ein Food-Diary für mehrere Tage. Und ich habe vor ein paar Monaten mal eine längere Krankheitsphase gehabt, deshalb habe ich aufgehört zwischendurch Sport zu machen und will jetzt wieder zurück in Form kommen bzw. wieder etwas sportlicher werden. Und da habe ich mir gedacht, passt die Gelegenheit ganz gut, dass ich euch mitnehme. Heute ist Montag, also der erste Tag, und es ist morgens und es gibt ganz klassisch zum Frühstück ein Porridge. Sieht jetzt ziemlich eklig aus, aber ja, es ist auch irgendwie ein bisschen dick. Also ein Porridge mit ganz normalen Haferflocken, gemahlenen, und einer Sojamilch. Die ist jetzt mit Zucker, die habe ich unabsichtlich gekauft, aber sie schmeckt dementsprechend auch besser. Und dann noch einen geschnittenen kleinen Apfel. Das ist jetzt noch Pistazienmus. Hier, Porridge. Sieht sogar ganz gut aus für das, dass es Porridge ist. Nein, schmeckt sicher auch ganz gut. Und ein Kaffee mit Sojamilch und darauf ist noch so ein Kaffeegewürz. Mahlzeit. Es ist 9:30 und jetzt gibt es eine kurze Teepause mit Schwarztee und da kommt dann noch ein kleiner Schluck Sojamilch rein. 2 Mandarinen, damit wir auch ein paar Vitamine haben. Zum Mittagessen gibt es jetzt Spinatknödel. Ich habe schon mal den Spinat aufgetaut oder zumindest aus dem Tiefkühler gegeben und der taut gerade auf. Dann gibt es dazu Rotkraut. Das war schon fertig, auch aus dem Tiefkühler, also so ein Apfelrotkraut. Das ist auch gerade am Auftauen. Und für die Knödel brauche ich dann noch gekochte Kartoffeln, die habe ich hier, dann eine geschnittene Zwiebel, einen Knoblauch und ein paar Semmelwürfel. Eine Soße gibt es auch noch dazu, und zwar Zwiebeln mit Karotten anbraten und dann mit einem Teelöffel Senf das Ganze verrühren und mit Balsamico-Essig und Rotwein ablöschen. Und dann das Ganze mit Wasser noch kochen lassen, bis das Ganze quasi verkocht ist. Die Knödel ziehen, wie man sieht, sieht man nichts, und das Rotkraut ist auch fertig, also jetzt gibt es Gott sei Dank bald Essen. Das ist das heutige Mittagessen und ich muss zugeben, ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben, als ich das ohne Kamera gemacht hätte, aber es ist ein realistisches Essen. Ich koche normalerweise einmal am Tag, also ja, normalerweise abends, aber wenn ich im Homeoffice bin, dann koche ich zu Mittag und dann habe ich nämlich schon für Mittag und für Abend was zu essen. Meistens esse ich dann einfach das Gleiche und ja, fertig. Also wir werden sehen, vielleicht gibt es am Abend nochmal dasselbe. Mahlzeit, meine Lieben. Zum Nachmittagskaffee gibt es, wie der Name schon sagt, Kaffee mit viel Milch. Also sorry an alle, die Kaffee schwarz trinken. Ich meine, ich trinke auch oft schwarzen Kaffee, aber jetzt bin ich zurzeit auf dem Milchtrip bzw. Sojamilchtrip und dazu ein paar karamellisierte Pekannüsse. Das ist so, so gut. So, es ist mittlerweile 17 Uhr, 17 Uhr oder kurz nach 17 Uhr. Ich bin fertig mit Arbeiten und bin schon in Sportkleidung und gehe jetzt laufen. Ich warte noch auf Christian, meinen Freund, bis der nach Hause kommt und dann geht er hoffentlich mit. Was hängt auf meinem T-Shirt? Wo kommt das her? Okay, ja, gut. Ist schon aus wie Moos. Ich habe Moos auf meinem T-Shirt. Gut, ja, und dann gehen wir laufen. Er weiß zwar noch nichts von seinem Glück, aber
Ist wurscht, er muss mitgehen. Nein, ich glaube, er geht sehr gern freiwillig mit, weil die letzten paar Wochen sind wir sehr regelmäßig laufen gegangen und haben sehr regelmäßig irgendwelche Workouts oder sonstiges zu Hause gemacht. Ja, was macht man denn sonst zurzeit? Und das wollen wir jetzt ein bisschen durchziehen, mal schauen, wie lange es funktioniert, weil dann kommt eh immer wieder ein Down und wieder ein Up und das ist immer so ein Hin und Her. Einmal geht's gut, einmal geht's nicht so gut, einmal mache ich jeden Tag Sport oder fast jeden Tag Sport, einmal mache ich einen Monat keinen Sport. Passiert. Ja, verstecken wir da. Wie findet ihr das? Schatzi! Ich höre eigentlich dir den ersten Rat zur Mitarbeiterin des Monats. Danke. November. Bist du bereit? So, fertig mit Laufen. Wir sind gute 5 Kilometer, 5,3 Kilometer gelaufen und waren ungefähr ein bisschen über eine halbe Stunde unterwegs, also 33 Minuten. Das war diesmal, glaube ich, sogar die schnellste Strecke seit langem. Ich bin nicht die super schnellste Läuferin, aber es passt schon eigentlich. Und jetzt gibt es dann was zu essen. Zuerst noch duschen und wahrscheinlich den Rest von heute Mittag, vielleicht auch noch ein bisschen eine Jause. Mal schauen, ich werde es dann filmen, wenn wir essen. Und es gibt wieder Knödel. Und zur Nachspeise Honigbrot mit Zimt. Guten Morgen, es ist 7 Uhr. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen, weil unser Kühlschrank relativ leer ist. Und dann gibt's Frühstück. Ich bin zurück vom Einkaufen und habe noch Porridge von gestern. Das wärme ich mir jetzt auf. Derweil räume ich meine Einkäufe aus und dann gibt's Frühstück. Das habe ich eingekauft. Birnen Kohlrabi, heißt es so? Ja, Birnen Kohlrabi. Zwiebel Champignons, weil es heute eine Champignonsuppe gibt. Auf die bin ich schon gespannt. Dann Eier, Bananen, diese Plant-Based Butter. Also eigentlich kaufen wir nur mal die, weil die echt gut schmeckt. Also falls ihr die irgendwo seht, probiert die mal. Paprika, das ist irgendwie auch immer sehr blöd, denn diese Paprika kommen aus der Steiermark, also sind einheimische Paprika. Und sind dafür doppelt in Plastik verpackt, aber die spanischen Paprika waren nicht verpackt. Was kauft man? Paprika Spanien oder einheimische? Dann habe ich diesmal ausprobiert eine Soja-Reismilch, also die habe ich noch nie gehabt. Dann habe ich das aus der Minus, also aus der, es gibt immer so eine Kiste, wo Dinge drin sind, die kurz vorm Ablaufen sind. Und da schaue ich immer und nehme es mit, denn bevor es weggeschmissen wird, kauft es lieber um den halben Preis. Und da war so eine Antipasti-Mischung drin. Ist zwar auch wieder super stark verpackt, aber bevor es weggeschmissen wird, nehme ich es mit. Und dann noch Kokosmilch für die Suppe heute und Käferbohnen, weil ich mir einen Käferbohnensalat machen möchte am Abend. Und irgendwie gab es keine getrockneten Bohnen mehr, deswegen Bohnen in der Dose. Dann noch ein Soja-Mango-Joghurt und zur Kaffeejause nachher ein Topfendascherl. Ah, einen Käse habe ich auch noch gekauft, der ist schon im Kühlschrank. So, es gibt wieder fast das gleiche wie gestern, nur heute Porridge mit Erdnussmus und ein paar Cashewnüssen drauf, wieder Kaffee mit Sojamilch und Kaffeegewürz. Und diesmal einen Schluck Aronia-Saft. Das ist eine Beere, die ist bei uns heimisch. Und ich trinke nur einen Schluck davon, weil es ist ziemlich, ziemlich bitter. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber angeblich extrem gesund. Deshalb
trinke ich den. Jetzt gibt's die Base mit Topfentaschen und Mandarine. Wie bitte? Weil das Athletik sagst. Ja. Es ist 11:30. Es gibt jetzt Mittagessen. Und zwar gibt es heute eine Pilzsuppe nach dem Rezept von, wie heißt sie? Bianca Zabatka. Die hat prinzipiell sehr, sehr gut aussehende Rezepte. Moment. So soll das aussehen. Wir brauchen Zwiebeln, Pilze, eine Karotte, Sojasauce, eine Zwiebel und Kokosmilch und ich glaube Knoblauch. Das heutige Gericht, eine Pilzsuppe mit Knoblauchbrot und davon gibt es noch mehr. Ganz bestimmt, eine Schüssel wird nicht reichen, glaube ich. Mahlzeit, übrigens so schön, richte ich das nur für euch an. Und zur Nachspeise gibt es jetzt noch die zweite Hälfte vom Topfentaschel von Vormittag und einen kleinen schwarzen Kaffee. Ich bin schon wieder in Sportkleidung und zwar ist es jetzt schon wieder 17 Uhr und ich werde jetzt ein Workout machen und vielleicht dann noch ein bisschen Yoga oder Dehnen oder so irgendwas. Wundert euch nicht, wenn ich jeden Tag Sport mache die Woche oder solange dieses Food Diary und Sportroutinen-Video geht. Normalerweise mache ich nicht jeden Tag Sport, aber da ich den ganzen Tag zu Hause bin, muss ich mich einfach einmal am Tag bewegen und deshalb mache ich jetzt jeden Tag Sport. Ich mache übrigens immer YouTube-Workouts, meistens von MadFit oder... Wie heißt sie? Ah ja, oder den Klassiker Pamela Reif. Wobei ich mich jetzt noch nicht wirklich an die rantraue, weil sie sind so anstrengend. Workout Nummer 1, check. Das war echt anstrengend. Halt. Ja. Hab mich doch für ein Arm-Workout entschieden. Das ist das, was ich am wenigsten mag. Aber dann ist es vorbei, heute ist Dienstag und dann will ich diese Woche meine Arme nicht mehr trainieren. Zum Abendessen gibt es jetzt Käferbohnensalat mit viel Zwiebel, Paprika, Brot, Käse und die Antipasti, die ich heute gekauft habe. Mahlzeit! Guten Morgen! Heute ist Tag 3, also Mittwoch, und ich habe mir auch schon Frühstück gemacht und heute bin ich mal ausnahmsweise nicht im Jogginghosen-Couchlook, sondern habe mich etwas schicker gemacht, weil ich am Vormittag eine Videokonferenz habe. Ja, sogar mit Jeans und nicht in Jogginghose. Und mein Frühstück ist folgendes. Naturjoghurt mit Soja-Mango-Joghurt und ein paar Birnen, die ich warm gemacht habe mit Zimt und Agavendicksaft, Granola und dann noch Leinsamen und Zimt. Es ist mittlerweile 10 Uhr, das heißt, es ist Teepause und es gibt wieder Schwarztee mit Lebkuchen diesmal und einer Mandarine.
Heute hat mal mein Freund Mittagessen gemacht und zwar schnapp schnapp. Heute gibt's Döner. Mahlzeit. So, wieder fertig mit Laufen. Heute habe ich zum ersten Mal eigentlich einen richtigen Fortschritt gemerkt, muss ich sagen. Also ich laufe jetzt seit ungefähr 4 Wochen wieder ziemlich regelmäßig, also mindestens 3-mal die Woche, sage ich jetzt. Und heute war, wie lang sind wir gelaufen? Heute waren wir etwas früher dran, also es war noch hell draußen. Es waren 4,85 Kilometer in 29 Minuten, also für mich wirklich gut. Läuft! Nein, aber war richtig cool und eiskalt. Am Anfang hätte ich mir nicht gedacht, dass es so gut geht heute, weil ich so Muskelkater von gestern habe. Echt, also im Arsch, so richtig Muskelkater. Gut, dann bis nachher zum Abendessen. Es gibt Abendessen und zwar sowas ähnliches wie gestern, nur mit Toastbrot und Thunfischsalat und dem Antipasti von gestern. Damit das ganze Video nicht zu lang wird, breche ich das jetzt an der Stelle mal ab und der zweite Teil kommt dann in 2 Wochen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen und lasst vielleicht auch einen Kommentar für den Algorithmus da und ein Abo. Über das würde ich mich natürlich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!